Hallo, hier ist der Christian. Wir befinden uns gerade auf der CES 2016 in Las Vegas und zwar bei Asus. Und wir haben hier gerade ein ganz spannendes Konzept aus dem Gaming-Bereich entdeckt, das zwar nicht ganz neu ist, aber es noch nicht so wirklich auch in die Läden geschafft hat. Und Asus hat jetzt hier auch eine externe Grafikkarte vorgestellt. Und zwar dient die zum Anschluss an ein Notebook, sodass ihr eben hohe Gaming-Performance, aber trotzdem noch eine Mobilität eines Notebooks habt. Und zwar funktioniert das eben so. Wir haben jetzt hier einfach ein modifiziertes ZenBook der UX-Serie von Asus. Und das hat einen Intel Core i7-Prozessor, und zwar das Modell 6700HQ mit 2,6 GHz, aber eben keine dedizierte Grafikkarte, sondern eben nur den integrierten Intel-Chip. Und wie man weiß, reicht das natürlich für anspruchsvolle Games nicht ganz aus. Und der Sinn jetzt eben von dieser externen Grafikkarte ist, die hier so in einem recht, der Republics of Gamer-Serie nach empfundenen Gehäuse steckt, ist eben, dass wir diese Box hier jetzt einfach via USB 3.0 an das Notebook anschließen. Und dann haben wir eben auch hier die Performance von einer richtigen dedizierten Grafikkarte und können dann mit dem Notebook wie eigentlich mit einem Desktop-Rechner zocken. Und zwar in dieses Gehäuse hier kann man jetzt jegliche Grafikkarten von Nvidia, also GeForce, GTX oder auch von Radeon einsetzen. Man kann die natürlich auch später wieder auswechseln und upgraden, je nachdem. Und wir haben in dieser Box, die wir jetzt hier oben öffnen können, also das ist jetzt hier noch ein Prototyp, das funktioniert jetzt noch nicht, aber die wird dann im späteren finalen Modell hier zu öffnen sein, und die hat nochmal ein zusätzliches Kühlsystem integriert. Und zwar wird von unten und von der Seite wird die Luft, also kalte Luft, angesaugt und die warme Luft dann oben wieder herausgeblasen, was auch den Vorteil hat, dass eben kein Staub in das Gehäuse reinkommt, weil der Staub kommt ja in der Regel von oben. Und dadurch, dass eben hier die Luft rausgeblasen wird, wird das eben erschwert, dass sich hier Staub in dem Gehäuse ansammelt. Und diese Box fungiert gleichzeitig auch noch als USB-Hub. Das heißt, hier Monitor, Tastatur, Maus oder auch Kopfhörer, die werden alle an diese Box hier angeschlossen. Und die Übertragung erfolgt dann eben über zwei USB 3.0 Kabel. Und das Ganze ist PCI Express Generation 3. Und wie man vielleicht hier sieht, wir haben hier zwei Anschlüsse an dem Notebook. Und zwar ist es eben einmal für zwei oder vier Lanes. Also man könnte es auch nur mit einem Anschluss betreiben. Aber wer natürlich die maximale Performance will, braucht eben hier zwei Anschlüsse. Und wie wir jetzt vielleicht hier auch noch mal ganz kurz sehen können, haben wir hier jetzt einmal einen 3D-Mark, und zwar den Firestrike, laufen lassen. Und mit 13.000 Punkten sehen wir, dass auch in Kombination eben mit dem Notebook hier ein ziemlich hoher Score rauskommt und man damit mit diesem Setup hier auf jeden Fall die meisten neuen und auch leistungsfördernden Spiele auf jeden Fall zocken kann. Also Preise und Verfügbarkeit, dazu gibt es leider noch keine Informationen. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt noch ein Konzept, aber uns wurde gesagt, dass es hoffentlich bald auf den Markt kommt. Wir sind gespannt, und das war es jetzt von Christian hier von der CES. Danke fürs Zuschauen.